Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich schicke euch sonnige Grüße. Diese Legung, das ist eine Nachricht, eine Botschaft von deinem Gegenüber, von deinem Herzensmenschen, von jemandem, der deinem Herzen nahe steht. Du entscheidest, wer dein Gegenüber ist. Schau einfach, inwieweit du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es kann sein, dass zum Beispiel nicht alles, nicht zu 100%, ja, mit dir, deiner Situation übereinstimmen wird. Aber du hast diese Legung gefunden und deswegen hat sie Bedeutung für dich. Hier sind Informationen für dich enthalten. Etwas solltest du zumindest wissen. Und ich lege heute die Elki-Orakelkarten und das Tarot auf Mystical Moments. Alle Informationen dazu unten in der Infobox. Und ich fange einfach mal an. Wenn du magst, kannst du meinen Kanal abonnieren, einen Kommentar hinterlassen, vielleicht ein Like geben, wenn du magst. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Sechs der Kelche. Zwei der Kelche. Und der Narr. Also das ist hier eine ganz, ganz starke Nachricht von deinem Gegenüber. Erstmal werde ich die hier deuten, weil die sagen jetzt schon so viel, dass ich einfach anfange. Später kommen noch mehr Karten dazu, ja. Aber erstmal habe ich hier dein Gegenüber, möchte dir sagen, dass er oder sie die Verbundenheit zwischen euch beiden ganz stark wahrnimmt. Er fühlt sich zu dir hingezogen. Es sind Gefühle vorhanden. Dein Gegenüber möchte dir sagen, wenn das bis jetzt noch nicht stattgefunden hat, dann ist es jetzt an der Zeit, sich auszutauschen, in Austausch zu gehen, vielleicht einfach nur kommunizieren. Aber ich habe hier die Kelche und deswegen, es ist eher doch mehr als nur reden. Vielleicht reden über Gefühle und dann werden diese Gefühle auch gezeigt, ja? Also dein Gegenüber möchte dir sagen, er oder sie will mit dir sich, ja, man könnte sogar zusammenwachsen, vereinigen, endlich miteinander zusammen sein, ja, zusammen sein, einst werden mit dir. Und ich habe das hier so, dass dein Gegenüber das Alleinsein satt hat. Vielleicht, weil ich habe hier ganz am Anfang, habe ich hier die sechs der Kelche und es kann sein, dass ihr zum Beispiel momentan nicht so richtig zusammen seid. Vielleicht seid ihr sogar getrennt. Vielleicht habt ihr euch schon seit längerer Zeit nicht mehr gesprochen oder vielleicht sogar nicht mehr gesehen, ja? Und die sechs der Kelche, die zeigen mir, dass Gefühle auf jeden Fall da sind. Und dein Gegenüber möchte dir mitteilen, dass seine Gefühle irgendwie zwischenzeitlich hatte er das Gefühl gehabt, dass die Gefühle zu dir verloren gegangen sind, irgendwie untergegangen sind, beziehungsweise gar nicht mehr da sind. Aber jetzt kommen diese Gefühle wieder und zwar ganz stark, ganz stark. Ich habe das, als würde so eine Welle dein Gegenüber einfach mitreißen, eine Gefühlswelle reißt ihn einfach mit. Und er hat gar keine Chance, dem zu entkommen, lässt sich einfach auf diese Welle ein und schwimmt mit der Welle, ja, wird eins mit dieser Welle, mit diesen Gefühlen. Dein Gegenüber, das könnte sein, dass das zum Beispiel auch ein Ex ist, ja, und diese Person möchte dir hier auf diesem Wege sagen, ich bin nicht über uns hinweg, ich bin nicht über dich hinweg, also ich habe das eher hier, das Ganze, was ihr gemeinsam hattet. Also es ist eher so, ich bin nicht
hinweg über uns als Gemeinschaft. Kann man auch hier so sehen, dass dein Gegenüber, der jetzt höchstwahrscheinlich auch hier in diesem Kartenbild dein Ex sein kann, muss aber nicht, ja, einfach euch immer als eine Einheit gesehen hat und hat sich gar nicht irgendwie davon überhaupt befreit oder sowas, hat überhaupt nicht diese Zweisamkeit gebrochen oder diese Zweisamkeit auseinandergerissen, sondern in seinem Inneren war das die ganze Zeit ihr beide, ja. Auch wenn zum Beispiel es schon lange her ist und er oder sie sich vielleicht auch mit anderen irgendwie getroffen hat, andere kennengelernt hat, andere Menschen, ja. Trotzdem, das hat daran irgendwie nichts verändert, ja, an dieser Zweisamkeit, an dieser Einheit, die ihr im Inneren von deinem Gegenüber immer noch bildet, das möchte er dir sagen. Und er kommt auf dich zu, möchte auf dich zukommen hier. Und ja, ich habe das hier so wie so ein bisschen Frieden schließen, irgendwie so Friedensabkommen, aber auch hier dir etwas anbieten und keine negativen Hintergedanken hat dein Gegenüber, möchte dir sagen, ja, dass du da nicht irgendwie beunruhigt bist und er oder sie denkt an dich, ja, ständig, kann man sagen, also in letzter Zeit immer, immer mehr und deswegen kommt diese Nachricht von ihm oder ihr, ja, weil diese Gedanken gepaart mit diesen Gefühlen, die müssen irgendwo raus, ja, die müssen irgendwo kanalisiert werden und das ist hier für dein Gegenüber die Möglichkeit, dir das mitzuteilen und in einer bestehenden Partnerschaft, wenn ihr zusammen seid, aber vielleicht gibt es da irgendwelche Probleme, Raufereien, Reibereien, irgendwelche Unstimmigkeiten, dein Gegenüber möchte dich hier jetzt auch auf diesem Wege um Verzeihung bitten, möchte dich wissen lassen, dass er oder sie dich liebt, weil ich habe hier die zwei der Kelche, das ist die Liebe und möchte mit dir die Liebe ausleben, möchte sich bei dir entschuldigen. Möchte sich bei dir irgendwie dich um Verzeihung bitten hier und dir vielleicht auch in dieser Form etwas schenken, ja, also als Entschuldigung dir etwas geben. So könnte das hier auch gedeutet werden und natürlich möchte sich dein Gegenüber hier mit dem Narren, mit dir kopfüber ins Geschehen stürzen, ja, einfach hier diesen Schritt wagen ins Ungewisse, ins Unbekannte, einen neuen Schritt mit dir, etwas Neues ausprobieren und wenn zum Beispiel das hier ein Ex sein sollte, dann möchte deine Ex wieder mit dir zusammen sein, also es wieder probieren. Und das ist hier so eine Leichtigkeit, das ist hier auch so eine Feinheit in dem Ganzen. Wie gesagt, also es kommt immer wieder hier durch, dass dein Gegenüber keine bösen Absichten hat in Bezug auf dich. Habe ich hier nicht in dem Kartenbild. Das ist alles eher rein. Das ist hier von null an beginnen. Vielleicht befindet ihr euch in so einer komplizierten Situation und dein Gegenüber möchte dir hier mitteilen, dass ihr zusammengehört und man sollte doch irgendwie das Ganze neu entfachen, neu befeuern oder neu beginnen. Ja? Mit dem Narren. Einfach dieses Wagnis eingehen. Es könnte sein, dass du hier schon irgendwie Bedenken haben könntest. Und dein Gegenüber, dein Ex vielleicht oder dein Herzensmensch, dein Wunschpartner vielleicht sogar, möchte dich hier wissen lassen, dass jetzt für ihn das möglich ist und fragt dich hiermit, ob das auch für dich möglich sein kann. Dieser Neustart, ja.
Ja, oder sie möchte sehr viel Freude mit dir haben und auch alles teilen und dich wieder bei sich wissen, ja, ganz nah sein dir. Und nicht nur in Gedanken, sondern ich habe das hier auch körperlich dir nah sein, ja. Also Zeit mit dir verbringen auf jeden Fall. Und er oder sie möchte hier auf dich zukommen, dir etwas schenken, übergeben. Und ich habe hier aber noch die Angst. Ja, Angst spielt hier eine Rolle bei deinem Gegenüber. Und hier habe ich noch das Aufblühen, das sich entfalten. Ja, also dein Gegenüber möchte dir hier sagen, ich möchte dich das wissen lassen. Auf diesem Wege durch diese Kartenlegung, weil ich ein bisschen Angst habe. Ich traue mich nicht. Ich weiß nicht so recht, ob es dir recht ist. Und irgendwie habe ich Zweifel in Bezug auf, ja, das ist eher so in Bezug auf dich, weil dein Gegenüber hier hat keine Zweifel. Das sind eher die Zweifel vielleicht in der Vorgehensweise, wie man an dich jetzt herantreten soll, wie man das Ganze anfangen soll. Ja, in welchen, ja, und hier spielt auch noch das Vertrauen eine große Rolle. Vielleicht hat dich dein Gegenüber enttäuscht. Das Vertrauen wurde hier ganz, ganz tief erschüttert. Und jetzt möchte dein Gegenüber dieses Vertrauen hier wieder aufbauen. Ja, das kommt hier auch ganz stark durch. Und ich habe hier diese Fülle und dieses Aufblühen, ja, und dein Gegenüber möchte dich hier wissen lassen, dass er oder sie das in eurer Verbindung sieht, dass das alles aufblühen kann, sich entwickeln kann, wachsen kann, ja, diese Fülle in der Liebe, in der Verbindung, Partnerschaft kann hier gelebt werden, ja. Ja, bei einigen von euch hat das Gegenüber hier etwas wieder gut zu machen. Wie gesagt, eine Entschuldigung, beziehungsweise alles wieder richtig stellen, klären, erklären, sich erklären, vielleicht diesen Vertrauensbruch, Entschuldigung, die Karten sind mir runtergefallen, den Vertrauensbruch hier wieder gut machen oder das, was vorgefallen ist. Ja, wieder gut machen und möchte in Freundschaft erstmal auf dich zukommen, einfach mal nett mit dir quatschen. Das zeigt hier die Karte, vielleicht auch dich irgendwo unterstützen und da sein für dich. Dein Gegenüber möchte auf jeden Fall da sein für dich. Das hat etwas mit seinen Gefühlen, mit seiner Liebe zu tun. Ja, muss nicht unbedingt sein, dass man sich da sofort nahe kommt. Einfach nur zusammen sein, abhängen habe ich hier auch. Ja, einfach nur zusammen abhängen und alles besprechen, wieder alles in Balance bringen, in Ausgleich bringen. Die 9 der Schwerter, die 10 der Schwerter und der Ritter der Münzen. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch so sehen kann. Ja, kann man. Dein Gegenüber möchte dich wissen lassen, dass er Angst hat, er oder sie hat hier Angst. Richtig krasse Angst, Albträume, kann nicht nachts schlafen, wacht irgendwie auf und dann kann man nicht nochmal einschlafen, ja, weil dein Gegenüber zermartert sich sein Kopf, also es bereitet ihm sogar schon jetzt hier Kopfschmerzen, ja, ob das mit euch beiden noch was wird, ob du das zulässt, das sind eher so die Zweifel daran, ob du noch bereit bist, ja, weil für einige von euch wird es Sinn machen,
Da ist hier so viel schiefgelaufen. Du hast hier so viel vielleicht mitgemacht mit deinem Gegenüber, so viel Negatives. Beziehungsweise es gab eine Sache, die dich ganz stark erschüttert hat, beziehungsweise enttäuscht hat. Ja, dein Gegenüber weiß es, es ist ihm bewusst, möchte Ausgleich schaffen, sich entschuldigen, wieder alles gut machen und hat einfach tierische Angst. Ja, die Neun der Schwerter, das sind Äxte, die einfach auch manchmal unbegründet sind. Vielleicht ist es hier so, dass du im Grunde genommen möchtest, aber dein Gegenüber hat sich da irgendwie in eine Idee verrannt, irgendwo da verrannt und glaubt nicht mehr irgendwie daran, dass du es wollen würdest. Er möchte dir mitteilen, dass er Angst hat, dass das zu Ende ist mit euch beiden. Ja, das kommt hier ganz stark hervor. Und der Neuanfang steht hier ganz stark im Fokus. Und dein Gegenüber denkt natürlich über diesen Neuanfang nach, wie das Ganze vonstatten gehen sollte, wie man das alles anfangen soll, beziehungsweise wie diese Verbindung denn weitergeführt werden soll, wenn du zum Beispiel so skeptisch dem Ganzen gegenüber jetzt bist. Ja, aber guck mal, diese Karte, das ist hier auch, dass dein Gegenüber trotzdem noch irgendwo die Hoffnung hat, dass das Ganze positiv sich entwickeln wird. Und glaubt auch auf der anderen Seite, glaubt er oder sie daran, dass das noch aufblühen wird, dass du aufblühen wirst zusammen mit deinem Gegenüber. Und ja. Hier habe ich ja noch diese Karte, das ist der Ritter der Münzen. Vielleicht ist dein Gegenüber der Ritter der Münzen. Das ist hier eine Erdenergie, ja. Oder einfach jemand, der sehr langsam ist, ja. Langsames Voranschreiten. Und dein Gegenüber möchte dir sagen, dass er jetzt diesen Neustart, Neuanfang, Wiederbelebung zu dir zurückkommen, diese Verbindung auf eine andere Art und Weise führen, ja, diese Verbindung auf eine andere Art und Weise weiter erleben. Eine Veränderung habe ich hier, dass dein Gegenüber das möchte das machen, aber ganz langsam, ja. Das erfordert Zeit und auch Geduld und auch einen sicheren Boden unter den Füßen, vielleicht sogar einen Plan. Und deswegen hier auch die Kopfschmerzen, weil dein Gegenüber steckt irgendwie hier in so einer gedanklichen Schleife fest. Möchte, aber hat Angst. Das kommt hier ganz stark, ja, ganz stark. Er oder sie möchte, aber hat Angst. Und das ist das Problem hier an dieser ganzen Sache. Und das möchte dir dein Gegenüber mitteilen hier über diese Legung, dass das Vorankommen wird ihm oder ihr möglich sein, ja, dieses, was im Inneren ist, dir zu zeigen, dir mitzuteilen, das mit dir zu teilen, aber ganz langsam. Es ist hier wirklich Schneckentempo, ja. Also doch langsamer, ich weiß nicht, ob das geht. Ja, und vielleicht deswegen glaubst du einfach nicht mehr daran, dass da noch irgendetwas kommen wird, weil das so langsam vonstatten geht, ja. Der König der Stäbe. Ja, dein Gegenüber möchte der König der Stäbe sein, möchte dir zeigen, dass er oder sie auch leidenschaftlich ist, ja, dass auch Ziele verfolgt werden und auch erreicht werden, dass man etwas schneller vorankommen möchte, aber irgendwie gelingt es deinem Gegenüber nicht so ganz. Irgendwie kann dein Gegenüber nicht aus seiner Haut. Ja, und wenn ich habe das hier so mit diesen beiden Karten, zwei Schritte vor, eins zurück. Immerhin nur eins zurück, ja. Also ein Schritt macht dein Gegenüber. Das ist so ein Schritt nach dem anderen machen. Aber hier irgendwie möchte dir dein Gegenüber hier auch sagen, ich habe leidenschaftliche Gefühle für dich. Also das ist nicht so, dass ich so eine, ja, Flasche bin oder sowas, ja, sondern ich bin schon hier jemand, der auch zielstrebig und ehrgeizig sein kann und auch feurig sein kann. Der König der Stäbe, das ist eine Feuerenergie, ja.
Kann aber auch jemand sein, der einfach immer normalerweise unter normalen Umständen, vielleicht im Beruf, ja, oder bei den Freunden immer gut ankommt. Aber mit dir hat er oder sie so diese Probleme, ja, in Liebesangelegenheiten hier, da kommen diese Probleme, dass da ist er oder sie nicht mehr so mutig und so zielstrebig und zweifelt an sich selber, zweifelt an seinen Fähigkeiten, an seinem Können, an seinem Feuer, an seiner Leidenschaft, ob das auch irgendwie ausreicht, habe ich hier auch so, ja? Reicht das überhaupt? Und deswegen dieses ganz langsame Voranschreiten, aber immerhin voranschreiten und ja. Ich habe das hier ganz an der Seite, aber diese Karte sticht ein bisschen hervor, auch in der Farbe. Und deswegen ist sie hier, hat eine besondere Stellung in dieser Legung. Und dein Gegenüber im Grunde genommen möchte, dass diese Verbindung entweder neu entsteht, neu befeuert wird oder weitergeht, aber auf eine schönere, bessere Art und Weise. Ja, das möchte er oder sie dir auch sagen. Ich habe das hier so. Er möchte oder sie möchte, dass du aufblühst, dass du nicht mehr verletzt wirst, dass du nicht mehr irgendwie missgelaunt, schlecht gelaunt bist wegen deinem Gegenüber. Ja, das wollte dir dein Gegenüber sagen. Es hat mich sehr gefreut, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Wenn du magst, kannst du natürlich mich unterstützen, zum Beispiel durch eine Spende unter meinem Video in der Leiste mit Likes und Dislikes befindet sich eine Spendenfunktion mit so einem Herzchen, da gehst du drauf, wenn du magst. Ich würde mich sehr freuen. Du kannst mir sozusagen Kaffee ausgeben. Das wäre sehr nett, würde mich riesig freuen. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.